Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Gestern kam ja keins. Ich habe gestern rumgekotzt und sowas, ich weiß auch nicht, schlechtes gegessen vielleicht oder... Also meine Freundin meinte, bei ihrem Kindergarten sind Kinder mit da Magen-Darm gewesen. Vielleicht habe ich da auch irgendwas bekommen, obwohl es mir jetzt eigentlich schon wieder gut geht. Aber ja, gestern Abend und die Nacht waren echt eklig, also die Nacht war gar nicht vorhanden, wenn man jetzt von einer normalen Nacht spricht, weil ich all die ganze Zeit gekotzt habe und so. Darum kam gestern auch kein Infovideo mehr, ich habe es überhaupt nicht mehr gebacken bekommen, mir war die ganze Zeit schon ein bisschen schlecht und dann ging es richtig bergab. Mein Name ist geändert in der Dummbabbler, überall, auch auf Xbox Live, wer mich auf Xbox Live adden will, sucht bitte der Dummbabbler, genau so. Alles zusammen, alles klein, groß klein, das finde ich wurscht. Ich wurde gefragt, warum ich so viele Leute in eine Google Plus Gruppe eingeladen habe. Hier, ich bekomme von YouTube, ab 1000 Abonnenten hatte ich diese zwei Möglichkeiten, diese zwei Optionen, Fans und Statistiken. Bei Fans kann ich mir eben meine Fans, in Anführungsstrichelchen, Fans, angucken, ne, wann die abonniert haben, ob sie abonniert haben oder nicht. Nach Interaktion kann man das ordnen oder nach Abo-Anzahl, bla bla bla. Und bei Statistiken bekomme ich von YouTube, das war, wurde mir vorhin auch wieder angeboten, bekomme ich, da steht dann hier, so und so viele neue Leute sollen in den Kreis. Vorhin waren es 48 neue, ich war davor auf 200. Dann waren es 48, ich habe das Video gerade eben schon mal aufgenommen, aber die Soundspur nicht gespeichert, weil ich ein Hacke-Duddel bin. Ich drücke dann hier auf, ja okay, hinzufügen und dann werden alle Leute automatisch in meinen YouTube, Top-YouTube-Fans-Kreis eingeladen. Das habe ich übrigens, habe ich nicht so genannt, ne? Das hat YouTube so gemacht. Das klingt immer überheblich, finde ich, wenn man sagt, man hat Fans. Aber ja, so ist es eben. Also daher kommt die Einladung, Leute. Nicht wundern. Nicht, dass ihr denkt, ich stalke euch oder sowas. Ich will euch, es hat halt einen Vorteil, dass ich euch A, direkt hier anschreiben kann, ne? Meine engsten Fans kann ich sofort hier anschreiben und sofort euch Fotos oder was weiß ich schicken und ich zeige gerade auf dem Bildschirm rum, das könnt ihr gar nicht sehen. Und ich kann hier nur für den Kreis ein Hangout oder ein privates Video teilen, das dann nur im Kreis sichtbar ist und sonst nirgends. Und ich dachte mir, das ist vielleicht nicht schlecht, dass ihr sehen könnt, was ich so mache, wenn das was nur für euch bestimmt ist. Dann noch kurz zur Facebook-Gruppe. Also vielen Dank, dass ihr da schön beitretet. Gestern waren es, glaube ich, wieder 15 neue Leute. Also es sind schon fast 850 Leute in der Facebook-Gruppe drin. Und je mehr es werden, desto besser wird's. Desto besser ist die Verknüpfung. Also kommt rein. Bei jedem Video steht es in der Beschreibung mit drin, der Link zur Facebook-Werbegruppe. Ja, also ich freue mich, dass ihr da so zahlreich erscheint. Ich hatte mir überlegt, für morgen möglicherweise einen Community-Abend anzusetzen. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit meiner Gesundheit halt so ist. Man weiß ja tagsüber, auch wenn man erkältet ist oder so, tagsüber ist es dann kurz besser und plötzlich hängt man nachts wieder drin. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist morgen, beziehungsweise heute Abend und dann über den Tag morgen. Ob es mir da dann großartig besser geht und ich in der Lage bin, dann gescheiten Abend zu machen. Ihr wisst schon, wenn man Magen-Darm-Probleme hat und dann ihr kennt die Nachteile davon. Ab und an rennt man auf die Toilette. Ja, das ist schwierig dann, da so einen Abend zu vollziehen. Versteht ihr ja bestimmt. Ja, aber soweit, so gut. Ich kann sitzen, ich kann sprechen. Mir brennen die Augäpfel. Das gibt's gar nicht. Mir brennen die Augäpfel. Mir tut alles weh, als hätte ich irgendwie 100 Jahre durchtrainiert. Ganz schlimm. Mir tun sogar die Schienbeine weh, als wäre ich gewachsen. Als hätte ich früher als Kind habe ich immer so Wachstumsschübe gehabt. So ganz unangenehme. Da habe ich dann auch immer gebrochen und mir ging es ganz dreckig in der Nacht lang. Und merkwürdig, das habe ich jetzt. Ich bin 24, ich kann doch gar nicht erwachsen, aber es ist echt eklig. Es tut alles weh, gerade an den Gelenken und so. Und wie gesagt, die Schienbeine und was weiß ich. Naja. Ich hoffe, es ist nur Magen-Darm. Ich drück mir die Daumen. Ja, alle Hopp-Geldern, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.